Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Revenport. Zweite Folge heute bereits am Sonntag. Etwas später, ich weiß, es ist gerade 9.10 Uhr, wo ich das aufnehme, aber besser später als nie, ne? So, wir fangen direkt an. Ich habe mir ein wunderschönes, ich weiß nicht, was es ist, so ein Einstreudingens gekauft, weil ich wollte nämlich das Stroh zu den Pferden bringen. Habe hier das gekauft, weil das hier ist ja für, glaube ich, Kompaktlader. Und das hier, war, das können wir aber nachgucken. Und zwar L218 und C232. Das ist für die Kompaktladerschiene. Und deswegen habe ich mir das hier gekauft, das mittlere. Das ist nämlich für die Frontlader. FC30, FC60 sind die Frontlader. Steht auch dabei, ne? SSL sind die Kompaktlader, glaube ich. FL Frontlader, TL sind die Telelader. So, glaube ich, ist die Umschreibung. Deswegen habe ich mir das ja gekauft. Das ist zum Einstreuen. Einstreue ladet Strohballen um den Hof. Weißt du? Genau. So, das habe ich schon mal gekauft. Das wird jetzt gleich mal in Aktion kommen. Aber ich habe mir was überlegt. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir uns die... Also ich habe Bock, mehr Geräte zu kaufen, ne? Und ich habe mir überlegt, dass wir uns die Geräte finanzieren lassen. Das klingt jetzt vielleicht krass im ersten Moment, aber... Moment, ich sage euch jetzt mal ein Beispiel, was wir machen werden. Ein Beispiel ist ein Düngerstreuer. Und zwar so und so. Das ist voll ausgebaut, ne? Der hat 18 Meter Wurfweite von mir aus, oder Arbeitsbreite. Da kostet 76.000. Okay? Wenn ich mir jetzt angucke, wie viele Missionen da jetzt gerade drin sind mit Dünger, ne? Zum Beispiel hier 5.000. Dann haben wir hier nochmal 2.000, sind 7.000. Dann haben wir hier nochmal 1.000, sind 8.000. Dann haben wir hier nochmal 2.000, sind 10.000, 11.000 ungefähr. Und dann haben wir nochmal 14.000, das sind schon 25.000, 26.000, die ich mit dem Ding, was ich kaufe, verdienen kann. Natürlich muss ich Dünger auffüllen, ganz klar. Aber wenn wir das über längere Zeit durchziehen, dann haben wir das Gerät praktisch für nichts. Also wir haben gearbeitet dafür, aber wir haben fast nichts dafür ausgegeben. Das wäre nicht schon ziemlich cool. Ich werde das jetzt erstmal mit dem Düngerstreuer beginnen, glaube ich. Was halt auch sehr viel Geld bringt in die Missionen, sind Dreschen, ne? Also ernten, das ist schon... Aber so ein Drescher kostet halt ein Vermögen, das muss man einfach so sagen. Und wenn wir schon den Johnny haben, ne, den hier, den guten, den 6135M, da können wir da auch meinetwegen echt so einen Düngerstreuer kaufen, der jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen viel ist, aber wie gesagt, ich glaube, dass man das finanzieren kann und dann sieht man auch nicht die ganze Zeit nur Pferde, sondern dann sieht man auch ein bisschen was anderes. Und wenn ich die Gerätschaften für habe, dann why not? Und den werde ich, das werde ich jetzt auch so kaufen. Breitreifen, da würde ich jetzt eher kein Geld für ausgeben, weil nicht unbedingt notwendig, meines Erachtens. Hallo, moin. Und da gehen jetzt 19 Big Bags rein, weil ich das richtig in Erinnerung habe. Die natürlich auch Geld kosten. Absolut, gebe ich euch absolut recht. Aber über die Summe, also teilweise, glaube ich, lohnt sich das schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, haben wir gekauft. Ja, moin. Ja, was hat der Wanne da wieder vor, ne? Ja, ist einfach nur ein Versuch, weißt du? Es kann auch sein, dass es nicht klappt, aber es kann auch sein, dass es klappt, weißt du, deswegen. Genau, die Pferde habe ich noch nicht geholt, aber das machen wir dann später. Was ich aber gemacht habe, guckt mal, ich habe alle vier Pferde, die wir haben, habe ich auf 100% hochgearbeitet. Kleiner Tipp am Rande, weil ich weiß, dass das nicht jeder von euch machen will. Es ist egal, ob du das Pferd schnell oder langsam reitest. Das ist komplett egal. Ich bin im ersten Gang, unter Anführungszeichen, einfach nur rumgetrabt am Hof, links und rechts und habe mir nebenbei YouTube wieder angeguckt. Sorry, aber das ist einfach die Wahrheit. Und das Ding war sofort, also 10 Minuten. 10 Minuten ist so ein Ding voll. Das war krass. Und ja, so habe ich es gemacht und so werde ich es auch weiterhin machen, weil in der Aufnahme machen, das macht halt, ist halt einfach doof, finde ich, weil kann man machen, auf alle Fälle will ich auch niemanden beschuldigen oder niemanden jetzt schlecht reden, der das in der Aufnahme macht, aber du siehst halt wirklich nur rumlaufen die ganze Zeit, das ist halt langweilig. So, jetzt müssen wir mal alles auffüllen hier. Das wird eine Nummer. Ich hoffe, ich habe da richtig kalkuliert, ne? Ist mir schon klar, dass wir jetzt nicht in 10 Minuten das Ding wieder drin haben, ne? Aber so auf lange Sicht gesehen ist es schon cool, weil ich kenne euch ja, ne? Ein paar benutzen sich immer so größere Maschinen und so weiter und so fort. Deswegen haben wir gedacht, komm, dann hauen wir jetzt mal richtig mit dem Bredalsteuer rein. Wir haben ja immer noch ein bisschen Geld. So ist ja nicht. Es ist nicht so, dass wir jetzt
mäusearm wären. Das stimmt ja nicht. Aber man muss natürlich schon gucken, dass man irgendwo sich in der Richtung entwickelt, ne? Und das andere Geld werde ich eh brauchen für Pflug und das und hier und hast du nicht gesehen. Das wird jetzt echt ein bisschen dauern, bis das alles aufgefüllt ist, ne? Ah, siehst du, ich hätte auch was anderes machen. Es gibt ja mittlerweile Mods, wo man so Dünger und so weiter kaufen kann, ne? Und dann Silo fahren und kaufen und have fun. Gibt's ja mittlerweile auch schon. Habe ich jetzt vergessen. Sheet. Naja, egal. Auch wie die Motordrehzahl hochgeht, ne? Schon cool. So, wir machen jetzt einmal voll, werden natürlich unsere eigenen Felder auch bewirtschaften, ganz klar. Das Gute ist ja, wir sind jetzt eine Art Lohnunternehmen. Also wir haben praktisch die großen Maschinen vom Lohnunternehmen, nutzen die aber auch für unsere eigenen Felder. Das heißt, wir haben doppelt gemoppelt. Ich finde den Plan gut. Schreibt gerne mal euer Feedback dazu in die Kommentare, aber ich finde das gut. Wird halt ein bisschen dauern, bis wir wirklich für jeden Ding das Größte haben. Und wir werden natürlich früher oder später auch einen größeren Traktor kaufen. Klar, oder brauchen. Brauchen und kaufen, so ist die richtige Formulierung. Aber fürs Erste haben wir gedacht, komm, let's do it. Weil wenn ich jetzt wirklich alle Pferde ausreite, täglich, ne, dann sind das 80 Minuten, die ich dafür brauche. Und wenn ich dann noch meine Felder bewirtschafte, sind das auch nochmal vielleicht 2 Stunden. Das heißt, an einem normalen Ingame-Vormittag auf 1er Zeitvorlauf habe ich das locker geschafft auf meinem Hof. Und dann kann ich auch ganz easy cheesy noch andere Arbeiten für andere Landwirte machen. So habe ich mir das gedacht. So, jetzt ist auch gleich voll der Streuer. Sehr gut. Ja, passt doch, oder? Ich würde sagen, da haben wir doch ganz gut eingekauft. Alter, das Ding ist voll bis oben hin, ne? Geil. So, den lassen wir wieder ein bisschen runter. Dann fahren wir jetzt nochmal zum Hof. Werden uns natürlich auch um die Einstreu kümmern. Werden aber dann noch Pferde kaufen, weil das habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Ich habe die anderen Pferde geritten, das habt ihr gesehen. Hab die ein bisschen bespaßt und gestriegelt und bla und ja, also wie immer halt, normal. Aber ich habe auch dann mir noch ein Tutorial angeguckt wegen den Pferden, wegen dem Stroh, ne? Und da habe ich eigentlich nur Tutorials gefunden, die wirklich das Zeug einstreuen, ne? Also wo du wirklich das Gerät kaufen musst, damit du das Stroh da reinbekommst. Es funktioniert aber mit Rund- und Quaderballen, so was ich gesehen habe. Deswegen, für Rundballen wäre es natürlich besser, aber Quaderballen geht auch. Ich habe Quaderballen gekauft, aber mein Gott, daran wirst du nicht scheitern. Hoffe ich zumindest. Aber wir werden sehen. Jetzt bringen wir das Ding erstmal nach Hause. Ich hoffe ja, dass wir mit dem Johnny, dass er PS stark genug ist, dass wir mit dem auch 20 km/h fahren können mit dem Streuer, ne? Das wäre schon cool. Mann, ich werde zwar einiges kaputt fahren in der Ernte, aber das ist mir eigentlich Wumpe. Das sind eh nicht meine Felder. Und meine Felder werden eh vor dem Ansehen gedüngt, deswegen kein Problem für mich. Achso, ein großer Streuer ist schon geil, ne? Also das ist halt jetzt schon, das ist schon der Reus unter den Streuern, kann man sagen. Natürlich hätte man jetzt auch einen kleinen kaufen können und dann in 10 Folgen wieder eine Nummer größer und wieder eine Nummer größer, aber ich habe mir gedacht, nein, das ist das halt das, was man normal macht, ne? Aber das Ravenport-Projekt ist ja nicht normal. Wer fängt mit Pferden an? Kein Hof, ne? Kein Lager, aber ein Pferdestall. Das ist ja nicht normal. Aber vielleicht ist genau das Mittel zum Erfolg. Das kann ja auch sein. Viele haben auch geschrieben, ich soll Hafer ansehen. Dann kann ich damit die Pferde füttern. Das ist eigentlich auch eine richtig gute Idee. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Naja, man kennt ihn. So, jetzt werden wir mal das Ding aber nochmal abstellen hier. Weil ich muss mir... Irgendwie muss ich hier eine Ordnung reinbringen auf den Hof, weil... Momentan steht alles ein bisschen nur rum. Das ist zwar okay, aber nicht gut. So, den erstmal abgekuppelt, ne? Dann würde ich jetzt mal sagen, das war... Ich habe da hinten nämlich schon getestet vorhin. Mit dem Ballen. Und da war... Ja, da liegt er noch. Das heißt, wir werden das jetzt so machen. Wir werden das Ding jetzt hier abstellen. Moin. So. Lol. Hä? Das ist ja geil. Habt ihr das gewusst? Ihr habt es nicht gewusst? Wait, what? Da ist eine Gabel bei... Oh nein, ich werde verrückt. Ehrlich jetzt? Okay, warte, dann verkaufe ich die andere gleich wieder. Das habe ich nicht gewusst, dass da eine Gabel bei ist. Wird die nicht gewusst, ne? Die ist da dabei, guckt dir das an.
Ballenspieß verkaufen. Ich baue nicht zwei, ne? Da bin ich konsequent. Da kenne ich nichts. Da ist ein Ballenspieß Also, das ist ja wohl. Also, Jungs. Das ist ja wohl mega geil, ne? Das ist ja wohl. Also, das war ja wieder mal der Hammer jetzt hier. Und der funktioniert sogar. Guck dir das mal an. Not bad, muss ich sagen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gern mehr solche Geräte, wo so 2 in 1 ist. Steht das in der Beschreibung dabei? Das würde mich jetzt mal interessieren. Vielleicht habe ich es einfach überlesen, ne? Man kennt mich. Nee, steht nicht dabei, ne? Also, man kann es zwar, wenn man es weiß, okay, aber steht nicht bei. Da haben uns die Entwickler wieder aufs Eis geführt. Meine Güte. Ja, doch. So, jetzt fahren wir da wieder rein. So. Okay. Wo ist denn der Aushof? Ich glaube, der Aushof ist an der Seite hier, ne? So, gut. Jetzt pass mal auf. Bin dann gespannt, ob das jetzt funktioniert, ne? Überladen starten. Oh, lol. Haltet höher! Hier ist was los. Darf nicht so hochhalten. Es ist schwer. Guck dir das mal an hier. Das ist ja wohl der Obershit, oder? Das ist ja wohl nicht verkehrt, muss man ja sagen, ne? Ja, guck mal hier, wird gerade aufgefüllt. Bleibst du stehen? Also, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht, ne? Bin ich aus dem Trigger raus? Oder ist voll? Es ist voll! Also, das ist nicht verkehrt. Lass es mal hier stehen, ne? Dann kann ich es nicht kaputt machen. Warte. Lass mir die Gabel auch gleich hier. So. Perfekt. Hat sich wieder gelohnt für mich heute, die Folge. Wieder was gelernt. Wollen wir noch gleich mal das Futter jetzt hier reinhauen? Wird das richtige Futter auf den Anhänger? Weil dann können wir den Anhänger schon mal wieder platzieren. Also, schön hinstellen. Wir müssen das nächste Mal irgendwie ein Gewicht mitnehmen, weil ohne Gewicht ist das ein bisschen mad. So. So, okay. Dann hauen wir das Zeug noch rein hier. Werden wir es brauchen? Ich weiß es gar nicht, ob es noch gebraucht wird, aber ich glaube schon. So, wird schon mal ausgekippt. Das ist schon mal gut. Wie viel brauchen wir denn davon noch? Wasser? Oh, da brauchen wir noch ein bisschen was, ne? Da kann man einen anderen Pickback auch noch reinhauen. Sehr gut. Und dann müssen wir by the way auch wieder mal ein paar Pickbacks abholen, ne? Oder kommen wir durch bis zur nächsten Ernte? Du, ich weiß es nicht genau. Müssen wir uns mal angucken. So. Einmal, zweimal, dreimal. Das funktioniert wirklich gut. Also das funktioniert ehrlich besser als wie im 17er. Dieses Paletten nehmen und so weiter und so fort. Also das habe ich jetzt das Gefühl, hat sich gebessert. So. Oh. Was ist los? Hafer. Ah, bin aus dem Blick, oder? So. Wurde es nicht mehr ausgeladen jetzt? Doch, oder? Okay, ich muss es etwas steil halten. Naja. Trinke ich nochmal ein Stückchen Kaffee, ne? Boah, der war kalt. Oh Gott. So. Auch das haben wir gemacht. Dann werden wir uns jetzt ein kleines Plätzchen suchen, wo wir die Aufsätze hinstellen. Warte. Das habe ich ja schon im 17er gemacht. Das werde ich jetzt auch wieder machen. Dass man so diese Aufsätze einfach aufs Dach rauf. Weil dann sehe ich sie, weil sonst fahre ich immer drüber. Ich kenne mich ganz genau. So. Okay, den Anhänger stellen wir jetzt auch nochmal hier schön nebeneinander hin. Es muss ja auch ein bisschen, auch wenn kein Hof da ist, muss ja auch ein bisschen Ordnung herrschen. Ne? Kann ja nicht sein, dass hier alles rumsteht. Hat das Ding eine Anhängerkupplung? Oh ja. Hätten wir uns einen Drehschemel damals gekauft, wäre besser gewesen. Ja, ist egal. So. Läuft. Dann können wir den Bredal-Streuer entweder nutzen. Ja, komm, wir nutzen ihn jetzt gleich. Wir fangen jetzt da gleich an zu streuen. Wenn das was bringt, das ist die andere Frage. Da steht nämlich nur dran, muss gepflügt werden, glaube ich. Weil es ja prinzipiell nicht falsch ist. Muss gepflügt werden. Gedüngt null. Aber wenn ich jetzt dünge und dann pflüge, müsste eigentlich auch funktionieren, ne?
Gut, aber ist egal. Wir werden das testen heute in der dritten Folge, die circa um 12 Uhr kommen sollte. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo da lassen, wer es noch nicht gemacht hat. Wobei ich die Abo-Zahlen sehe, dann glaube ich, hat jeder von euch abonniert. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns später wieder. Bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao.